Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Costa. Das, was ich dir im Rahmen dieser Serie zeige, das sind immer so ganz kurze Übungen, die eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten, elf Minuten dauern und immer zu einem bestimmten Thema sind. Das Schöne beim Kundalini-Yoga ist, dass dieser Schatz an Übungen so reichhaltig ist. Es gibt für alles eine tolle Übung. Und du musst nicht immer eine gesamte Übungsreihe praktizieren, die dann ein oder zwei Stunden dauert. Manchmal reichen ein oder drei Minuten, um dein Mindsetting an dem Tag zu ändern. So, und das, die Übung, die ich dir heute zeigen möchte, das ist eine Übung, die dafür da ist, dein inneres Gleichgewicht wiederzufinden oder zu stärken. Ich zeige dir die Übung immer so übrigens, dass wir die eine Minute zusammen machen, so dass du weißt, wie es funktioniert. Und dann kannst du selber entscheiden, sie zu wiederholen oder ja, entweder für eine Minute oder für drei Minuten, dann kannst du eben die Zeit selber nochmal so ein bisschen dir aussuchen. Also, die Übung funktioniert jetzt folgendermaßen. Du setzt dich einfach mit gestreckten Beinen hin. Wenn du irgendeine Übung aus irgendeinem Grund nicht machen kannst oder irgendwelche stechenden Schmerzen hast, dann frag nochmal deinen Arzt. Ansonsten mach einfach ganz sanft weiter. Also, das Wichtigste ist, bleib liebevoll mit deinem eigenen Körper. Das ist das Allerwichtigste. Also, die Übung sieht so aus, du setzt dich hin, stützt dich mit deinen Händen ab. Hinter deinem Körper, Rücken ist aufrecht. Mit dem Einatmen streckst du das linke Bein jetzt hoch und den rechten Arm komplett nach oben. Mit dem Ausatmen setzt du wieder ab. Mit dem Einatmen rechtes Bein hoch und linken Arm nach oben mit dem Ausatmen absetzen. Das machen wir jetzt einfach mal für eine Minute gemeinsam. Und los geht's. Mach's einfach in deiner Geschwindigkeit. Schau auch, dass die Wirbelsäule möglichst gerade bleibt dabei. Sehr gut, lass die Bewegung ausklingen, atme tief ein, atme aus und löse. Okay, das ist die Übung, um inneres Gleichgewicht wiederzufinden oder zu stärken. Du siehst, es ist eine ganz einfache, eine überschaubare Übung. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar hier unten oder auch einen Daumen nach oben, ist immer gerne gesehen. Und ansonsten, falls du es noch nicht getan hast, abonniere gerne das Kamel, was hier hinten rumläuft. Nein, abonniere gerne den Kanal, damit du auch in Zukunft mitbekommst, wenn ich wieder ein schönes Video hochlade, was du dann auch wieder zu Hause ausprobieren kannst. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Satnam, dein Costa.